Joho Leute, es geht weiter mit Cave Story. Ich habe mich gerade eben wieder voll aufgefüllt, nachdem ich hier im Eckkorridor ein wenig Schaden genommen habe. Und nachdem ich mir jetzt die letzte Waffe abhole, die ich kriegen kann, zumindest nach meinem Wissen kriegen kann, werde ich die Outer Wall besteigen, die Insel von außen erklimmen. Und das ist eigentlich ziemlich cool. Das ist das erste Mal, dass wir überhaupt außen sind. Wir waren die ganze Zeit in dieser Höhle drin. Und ja, zusätzlich dazu noch diese tolle Musik. Es ist einfach ein tolles Gefühl. Ich bin zu Hause, hat er gerufen. Hallo. Na, na? Ah, es ist gut, zurück zu sein. Oho, wenn das nicht ein gut aussehendes Schwert ist, das du da hast. Willst du es vielleicht gegen meine famulöse Waffe tauschen? Ja. Es ist zwar Kings Seele, aber wir haben versprochen, King zu rächen. Und ich denke, er wird gut auf King aufpassen, auf das Schwert, in dem Kings Seele ist. Denn wir kriegen dafür die Nemesis und die wird uns dabei helfen, King zu rächen. Deswegen darf ich das machen. Wer bist du? Okay, die sagt das Gleiche. Danke für deine Hilfe. Wuhu, habe ich doch gerne gemacht. Ich meine, für diese Waffe. Guckt euch das an. Moment, ich muss erst irgendwo hin, wo ich Platz habe, um diese Waffe abzufeuern. Und zwar, ja, da oben ist ein guter Platz. Und da ist der Mond. Haha. So, die Nemesis. Bam. Das ist Level 1 von der Nemesis. Die Nemesis ist eine spezielle Waffe, genau wie die Spore. Bloß, sie funktioniert anders. Sie levelt wie die anderen Waffen auch mit Erfahrungskristallen auf. Aber sie ist doch noch ein bisschen anders. Und das werde ich euch gleich demonstrieren. Denn hier oben kommen gleich Gegner. Kann ich die Blöcke überhaupt zerstören? Moment. Nein, kann ich nicht. Okay. Hier oben kommen jetzt Gegner und die lassen mir Erfahrungskristalle fallen. Und dann kann ich euch mal zeigen, wie das Ganze funktioniert. Ja, das werde ich. Wow. Ah, da sind die erste Feinde. Gut. Ein Geist. Und ja, ich mache schon ordentlich Schaden damit. Hilfe. Ah. So. Moment. Die droppen mir keine Kristalle. Wow. Ich muss aufpassen. Die Sachen fallen nach links. Und die Viecher haben auch nach links die Schwerkraft, aber ich fall nach unten. Warum auch immer. So, ah, du gibst mir ein Kristall, gut. Level 2, man sieht sofort ein Kristall nur, Level up. Und was ändert sich? Irgendwie ist die Waffe mickriger geworden, oder? Ja. Und noch ein Level up, Level 3. Und sie verschießt nur noch Gummienten, ja. Die machen auch nur noch einen Schaden. Das heißt, die Nemesis ist eine Waffe, die nicht so einfach zu benutzen ist, weil man damit nicht aufleveln darf. Man muss sich halt immer wieder treffen lassen, wie ich jetzt hier. Um ein Level down zu kriegen, um wieder das volle Potenzial der Waffe zu haben. Stirbt! Nein, seht ihr schon wieder ein Level up, obwohl ich das überhaupt nicht wollte. Na egal. Ich bin mir sicher. Ist das eine Uhr auf dem Block? Moment. Moment. Ich muss mal eben auf die Karte gucken. Ich weiß, dass es hier irgendwo noch ein geheimes Item gibt. Und zwar einen Zeitmesser. Und dieser Zeitmesser zeigt mir an, wie schnell ich die Sacred Grounds geschafft habe. Das war irgendwie cool zu kriegen. Und irgendwie musste ich bei der Uhr jetzt daran denken, dass es hier ist, aber ich sehe es nirgendwo. Okay, also eventuell werde ich hier später nochmal hin zurückkommen, wenn ich das jetzt nicht finde. Ich frage mich auch eigentlich, ob das jetzt nur hier durch das Secret Ende da ist oder nicht. Oder wie auch immer. Okay. Kann ich dich vielleicht mit einem voll aufgeladenen Spore wegschießen? Nein, kann ich nicht. Raketen? Nö. Feuerball? Auch nicht. Babbler? Nö. Na gut, dann habe ich keine Ahnung. Ne, ich will die Nemesis weiter benutzen. Neue Waffe. Wobei, das Schwert fand ich irgendwie doch cooler. Keine Ahnung. Vielleicht wechsle ich später nochmal zurück. Das ist halt das Tolle. Das ist nicht so wie bei dem Spore. Wenn man einmal getauscht hat, muss man die Waffe behalten. Sondern hier kann ich frei wieder zurücktauschen, wenn mir das Schwert besser gefällt. Nein, nicht Level up. Lass dich mal treffen. So, jetzt. Ich glaube, die hebe ich mir lieber für Bosskämpfe auf. Da ist sie sicher effektiv. So, du stirbst. Ihr lasst mich gefälligst auch in Ruhe. Und ja, die Kristalle brauche ich ja nicht. Ja, gehst du da wohl hoch, bitte? Danke. So. Oh Gott. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Sandcrocs. Und diesmal in einer böseren Variante. Ich hasse euch. Ich hasse euch, Viecher. Habt ihr das gesehen? 15 Schaden war das, glaube ich. Böse. Böse, böse, böse. Mit denen ist nicht zu spaßen. Irgendwo soll hier noch ein Gang sein, wo eben dieser Zeitmesser ist. Und ich
Ach so, du bist das. Ich habe gerade gedacht, hä, das hört sich an wie Blasen. Aber dann waren das doch nur die komischen Viecher, die da freigelassen werden. Ey, hallo, was sind denn die Raketen? Ich will die haben. Ich habe gerade eben eine verbraucht. Also irgendwo muss hier so ein Nebengang sein, aber ich habe überhaupt keine Ahnung wo. Die Karte zeigt mir ja auch nichts an, wie man sehen kann. Nur oben ist das Ende halt. Und dann, ich bin gerade, im Moment, hier, wo der blinkende Punkt ist. Das sieht man vielleicht auf YouTube nicht. Hier so. Wie man auch sehen kann, sehr schön. Hier kann man, wenn ich hier runterfalle, dann komme ich auch nicht mehr so leicht zurück, wenn ich keinen Booster mehr habe. Muss ich aufpassen, aber das dürfte machbar sein. Sollte jetzt nicht so das Problem sein. Und ich kann mich auch noch im Fall ein bisschen nach links bewegen. Wow. Okay. Deswegen. Auf das Loch fall. Ich wollte gerade sagen, auf das Loch falle ich nicht rein. Dann bin ich aber reingefallen. Toll. Also nicht drauf reingefallen, sondern einfach so reingefallen. Ihr wisst schon. Ihr versteht, was ich sagen will. Ja, nee. Ja. Komm schon. Nee, stirb. Ja, das passiert, wenn man die Gegner nicht trifft, so wie ich. Machen wir es einfach so. Herzen. Ja, die will ich haben. 5. Wow. Nee, gut, immerhin hat er uns ein paar Herzen gegeben. Du. Ich mag dich nicht. Du bist mir unsympathisch. Ich mag dich nicht. Geh weg. Geh weg, du stinkst. Ich mag dich nicht. Ich kann dich schwer hier treffen. Das ist ein bisschen doof. Obwohl, so. Ein Schuss. Oh, nee, 2 Schüsse. 3 Schüsse. Okay. Also, ich bin echt froh, dass ich den Booster 2.0 habe, weil mit dem kann man viel länger und besser fliegen als mit dem Booster 0.8. Wesentlich besser. Moment, da links ist nichts mehr, oder? Nee. Das riskiere ich auch nicht, dahin zu fliegen. Das wäre irgendwie ein bisschen doof. Okay, ich habe den Zeitmesser jetzt nicht gefunden. Ich werde mal nachgucken, wo ich ihn finde. Und dann komme ich später nochmal hier zurück. Hey, hallo, wer bist du denn? Uah! Keine Angst. Moment, ich speichere mal eben. Und dann mache ich hier einen Schnitt und gucke mal eben nach, wo ich den Zeitmesser finde. Und dann kann ich ihn holen. Dann muss ich mich nicht wieder den ganzen Weg zurück zur Outer Wall gehen, weil ich ja jetzt noch quasi direkt da bin. Also, bis gleich, Leute.